Holz und Löffel. Wenn ich sage wie Blitz und Donner, sozusagen ohne Punkt und Komma. Wenn ich sag so wie Pech und Schwefel, wenn ich sag so wie Herz und Seele, wenn ich sag für den Rest des Lebens, ist jedem klar, über was wir reden. Ja, Mann, denn allein seine Saut, vorbei ist die Zeit, der man keinen mehr traut. Falls sie dich fragen, bist du allein hier, sag ihnen nein, denn ich bin mit allen hier. Wir sind unzertrennbar. Wir sind unverkennbar. Wir setzen uns ein Denkmal. Uns alles miteinander teilen, denn nur zusammen das war nicht allein. Komm, lass ein bisschen noch zusammenbleiben. Wenn ich sag so wie Mann und Frau, zusammen so wie ja genau, zusammen so wie alt und grau, so wie Ups und Downs, wie nicht abgehauen. Zusammen so wie Arsch auf Eimer, zusammen so wie Fahrgemeinschaft, sozusagen maßgeschneidert, so zusammen war noch keiner. Zusammen so wie wahre Freundschaft, zusammen wie Cousin und Vater, aus der ganzen Mannschaft ein Heiratsantrag. Das mit uns geht weit zurück. Wir sind unzertrennbar. Wir sind unverkennbar. Wir setzen uns ein Denkmal. Hallo und herzlich willkommen zum YouTube-Channel der Zockstube. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch dieses Mal eingeschaltet habt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu diesem aus meiner Sicht ganz besonderen Video, denn die Zockstube hat 10.000 Abos erreicht und da freue ich mich natürlich mega drüber. Ich habe ein paar Sachen vorbereitet, die ich euch gleich zu sagen habe und ein paar Videoeinspieler, die ich euch zeigen möchte. Aber bevor ich damit anfange, möchte ich euch gerne darauf hinweisen, auf dem Discord der Zockstube findet gerade so eine kleine 10.000 Abo-Party statt. Wir waren schon vor dieser Premiere ein bisschen auf dem Discord zugange. Während dieser Premiere wird da sicherlich auch noch was gehen. Und vor allem im Anschluss an die Premiere wird da so eine kleine Aftershow-Party stattfinden. Wir werden alle ein kühles Getränk am Start haben, lustig quatschen. Also wenn du uns kennenlernen möchtest, die Community und mich, dann komm noch in den Discord der Zockstube. Und ja, wir unterhalten uns gleich, wir quatschen ein bisschen. El Rimo sorgt für das Musikprogramm. Das heißt, es wird auch im Voice-Chat ein bisschen Musik geben. Und ja, lasst uns zusammen einen schönen Abend haben. Ich würde mich sehr freuen, euch gleich kennenzulernen. Wie ich eingangs schon gesagt habe, hat dieses Video einen ganz besonderen Anlass. Die Zockstube hat nämlich die 10.000 Abos geschafft und das Ganze in 2 Jahren. Leute, das ist der absolute Wahnsinn. Vielen, vielen Dank für euren tollen Support. Danke, dass ihr meine Videos schaut, dass ihr mich unterstützt, dass ich die Möglichkeit hatte, in den 2 Jahren so viele nette und super Leute kennenzulernen. Das ist richtig, richtig klasse. Und vielen, vielen Dank natürlich auch an all diejenigen, die sich dazu entschlossen haben, die Zockstube in den 2 Jahren auch finanziell zu unterstützen. Leute, ihr habt mir mega dabei geholfen, neues Equipment für die Zockstube zu holen. Beispielsweise auch den Studioumbau, den ich euch gleich zeigen werde, zu finanzieren. Mir diese Kamera zu holen. Ihr seid super und ohne euch wird die Zockstube wahrscheinlich heute komplett anders aussehen, als so, wie sie jetzt aussieht. Ja, also auch an euch vielen, vielen Dank. Ja, die Zockstube hat 10.000 Abos erreicht und das, wie ich gerade schon gesagt habe, in 2 Jahren. Ich bin absolut von den Socken. Ich hätte, als ich die Zockstube gestartet habe, niemals gedacht, dass ich überhaupt in diese Abo-Region komme. Gerade in der Nische Virtual Reality, das muss man ja auch noch immer sehen. Das ist im Moment ein absolutes Nischenthema und dafür sind 10.000 Abos doch schon ein verdammter Hammer.
Worüber ich mich mega gefreut habe. Ich habe in dem Moment, wo ich die 10.000 Abos voll hatte und das auf dem Abo-Ticker gesehen habe, ich kann es gar nicht beschreiben. Es war, als wenn so eine Last von mir abfällt, weil auch wenn ich mit der Zockstube keine großen Abo-Ziele je verfolgt habe, war das natürlich was, worauf man dann schon hinfiebert, weil das einfach eine sehr, sehr große Nummer ist, irgendwie 10.000 Abos zu erreichen. Das ist richtig klasse. Und es ist natürlich auch eine Riesenehre für mich, überhaupt im Bereich der Virtual Reality der erst dritte YouTuber im deutschsprachigen Raum zu sein, der überhaupt die 10.000 Abos geschafft hat. Da gab es bisher nur Voodoo und MRTV, die beiden haben das geknackt und jetzt ist die Zockstube auf einmal auf Platz 3. Ich sag mal, der kleine Hansel, der sich irgendwann mit seiner iPhone-Kamera mal auf die Couch gesetzt hat im Wohnzimmer und dachte, ja, erzähl ich mal was zur Oculus Quest. Das ist natürlich jetzt eine Entwicklung, wo ich sehr, sehr stolz drauf bin, die ich aber auch euch zu verdanken habe und sagen möchte, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung in Form von Kommentaren, Likes und Weiterempfehlungen. Ohne euch wäre es natürlich niemals möglich gewesen, die 10.000 Abos in irgendeiner Form zu erreichen. Ihr habt dazu beigetragen und das ist heute nicht nur was, wo die Zockstube gefeiert wird, sondern nein, die Community muss gefeiert werden. Das ist eine Sache, die hat die Community auf die Beine gestellt und ja, falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt, ich bin sehr, sehr dankbar. Ich möchte euch danken und ich freue mich heute riesig auf den Abend mit euch, gemeinsam diesen Anlass zu feiern. Und ja, Rum-Cola steht kalt, Bierchen steht kalt. Aber jetzt möchte ich mal mit diesem Video starten. Ich habe ein paar Dinge vorbereitet und ein paar Dinge angekündigt. Ihr habt euch ein paar Dinge gewünscht und das möchte ich heute alles so ein bisschen vermengen in diesem Video. Und was ihr euch gewünscht habt, ist unter anderem eine Studiotour. Ich habe euch versprochen, hier einmal das gesamte Studio zu zeigen, die Zockstube, das kriegt ihr heute. Dann habe ich euch versprochen, das neue Studio zu zeigen, also der Teil, den ich ja quasi neu eingerichtet habe. Das habe ich speziell gemacht zum Anlass der 10.000 Abos und es ist schon etwas länger fertig. Aber ich habe tatsächlich bis jetzt gewartet, um euch das Ganze zu zeigen. Dann habe ich euch so eine kleine Zeitreise durch 2 Jahre Zockstube zusammengestellt, damit ihr dann einfach mal seht, wie haben wir denn gestartet, wie hat sich der Channel entwickelt und wie sieht das Ganze jetzt aus. Dann habt ihr mir eine Menge Fragen geschickt. Also wirklich viel mehr Fragen, als ich in diesem Video überhaupt beantworten kann. Dafür möchte ich euch erstmal danken. Ich werde alle eure Fragen beantworten, aber das schaffe ich nicht heute. Ich habe geplant, auch in Zukunft noch Q&A-Videos zu machen, wo ich dann genau diese Fragen, die ihr mir gestellt habt, auch in Zukunft beantworten werde. Heute habe ich dann eine Auswahl an Fragen mit dabei, die ich gerne beantworten möchte, was so ein bisschen zu den 10.000 und zur Entwicklung der Zockstube passt. Und ihr habt mir natürlich super, super viele Videobotschaften geschickt. Absolut klasse. Ich habe mich mega gefreut. Als ich aufgerufen habe, ich habe ja ein paar Mal aufgerufen, weil ich einfach dachte, da kommt nichts. Und dann habe ich gesagt, so bis da und dahin hätte ich gerne die Videobeiträge. Und dann kam so eine richtige Lawine. Ich habe mich einfach nur mega gefreut und möchte euch natürlich heute auch diese Videobeiträge zeigen. Was aber heute auch noch auf der Agenda steht, ist die Verlosung der Oculus Quest 2. Also ihr seht, wir haben heute auch ein pickepackevolles Programm. Und damit ich jetzt nicht zu viel Zeit vertändle und gleich auch schnell zu euch in den Voice-Chat kommen kann, möchte ich gerne starten mit dem ersten Videobeitrag und das ist der erste Teil eurer Videobotschaften. Damit das nicht so ein langer Einspieler am Stück ist, habe ich das in 2 Teilvideos unterteilt und den ersten Teil möchte ich euch jetzt zeigen. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Videobeiträgen und danke euch nochmal für die Einsendung. Hallo Patrick und natürlich die ganze Zockstube-Community. Ich freue mich wirklich, gratulieren zu können zu deinen 10.000 Abos und freue mich natürlich auf die nächsten 100.000 Abos. Mach weiter so und ich werde auf jeden Fall immer am Ball bleiben und toi toi toi, mach weiter so. Dein Blue, ciao. Ja, moin moin und hier ist der Chris Reality und Patrick, ich grüße dich mal lieber und meine Glückwünsche an dich, an die 10.000 Abos. Wer hätte das gedacht, dass du die so schnell erreichst? Da möchte ich auch irgendwann hinkommen, aber das schaffen wir schon. Ich schreibe dich einfach in jede Videobeschreibung rein und da passt das. Aber ich hoffe, jetzt ist der Weg frei zu der 100.000 und ich denke mal im nächsten Jahr bist du mindestens schon mal bei der 50.000. Dafür drücke ich dir natürlich richtig fett die Daumen, mein Lieber. Und ja, bring weiter guten Content. Wir sehen uns und wir, ja,
spielen was Schönes zusammen und wir feiern schön zusammen. Also auf die nächsten Jahre die Zockstube. Hallo Patrick. Hallo Patrick. Herzlichen Glückwunsch zu deinen 10.000 Abonnenten. Wünsche ich dir auch. Wir freuen uns noch auf viele schöne Videos von dir. Du bist derjenige, der uns beide an die VR herangeführt hat. Finde ich auch. Alles Gute für die Zukunft. Tschüss. Auch von mir. Tschüss. Moin Patrick, mein Name ist Linus. Ich folge dir jetzt schon seit über einem Jahr. Und ich wollte jetzt einfach mal die Gelegenheit nutzen und Danke sagen. Danke für die vielen coolen und informativen Videos, die du jetzt schon so lange für uns machst. Ich feiere das, was du machst. Ich freue mich schon auf die nächsten Jahre mit dir. Und ja, ich wünsche dir weiterhin so viel Erfolg, wie du bisher hattest. Und bis dann. Ciao. Ja, Grüße Patrick. Herzlichen Glückwunsch zu 10.000 Abonnenten. Ich gratuliere dir recht herzlich für dieses Ziel. Da bin ich noch ein bisschen von entfernt, aber wirklich mega Glück. Oh nein, los, mach Platz, Lulli. Oh ja. Was geht ab, Patrick? Von mir auch nochmal, vom 17. Jahr Hoshi nochmal. Herzlichen Glückwunsch zu den 10.000 Abonnenten. Hast du dir richtig hart verdient, ey. Richtig hart verdient, ey. Geil scheiß Content, den du machst, ey. Das kann nur ein anderer, das bin nämlich ich, ey. Wir machen jetzt richtig geil scheiß Content. Deswegen nochmal herzlichen fucking Glückwunsch. Fuck ja, Mann. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Moin, moin, Patrick. Ich wünsche dir alles Gute zu den 10.000 Abonnenten. Und bitte mach weiter so. Der Content von dir ist der Wahnsinn. Danke dafür. Hallo liebe Leute und hallo mein lieber Patrick. 10.000 Abonnenten. Wow, du hast es geschafft. So kurze Zeit. Richtig beeindruckend. Aber hast du auch verdient. Weil, ich sag jetzt mal, das was du da ablieferst an Content, wie du dich gibst, wie du andere Leute einfach auch die Community mitziehst, andere YouTuber unterstützt, macht dich einzigartig. Ich wollte nur Danke sagen, ich will nicht zu lange labern, auch der ganzen Community, die auch zum Teil mich ein bisschen unterstützt. Riesig und ich bin allen so dankbar. Ist so schön, dich kennengelernt zu haben, dich zu kennen, Patrick. Wirklich, keep up your work. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Und bis. Hallo liebe Zockstube, ich gratuliere zu 10.000 Followern. Vielen lieben Dank für die ersten Eindruckvideos, die vielen Tutorials und die Tipps und Tricks. Danke, dass du dir jeden Kommentar durchliest und diese sogar beantwortest. Das ist nämlich nicht selbstverständlich. Ich gratuliere auch zu 2 Jahren Bestand des Kanals. Mach weiter so. Vielen Dank. Hallo lieber Patrick, ich gratuliere dir ganz herzlich zu deinen 10.000 Abonnenten. Wow, wow, wow. Dein Kanal ist einfach Hammer. Wir kennen uns jetzt, glaube ich, 2 Jahre ungefähr. Ich finde das auch wieder sehr beeindruckend, dass du jedes Mal in Discord reinkommst und wenn es nur 5 Minuten sind, mal Hallo sagen. Also ich habe ganz, ganz, ganz viele liebe Leute kennengelernt im Discord. Dank dir. Und die möchte ich auch alle gar nicht mehr missen. Also dein Kanal ist super, man sieht, du gibst dir wirklich Mühe und reißt dir auf Deutsch gesagt den Arsch auf. Also man merkt das auch, dass du wirklich mit Liebe und mit deinem Herzen das machst. Und wie gesagt, herzlichen Glückwunsch und auf weitere Jahre mit dir, Patrick. Und ich freue mich schon, wenn wir uns alle treffen und zusammen was machen. Ja, danke dir und auf weitere Abonnenten. Ne? Hallo Patrick von der Zockstube. Das Imperium gratuliert dir zu 10.000 Followern auf deinem YouTube-Channel. Dank dir haben wir das Imperium bzw. die Sturmtruppen mit der Oculus Quest 2 ausstatten können. Deine Tutorials sind sehr hilfreich und wir hoffen in Zukunft von dir mehr zu sehen und zu hören. Das Imperium steht hinter dir. Möge die Macht mit, ach Scheiße, für das Imperium. Bin ich schon auf Sendung? Hallo Patrick, alles Gute zu deinen 10.000 Followern, wünscht die Amen 111. Vielen Dank für deine tollen Beiträge
und deinen super informativen Kanal Die Zockstube. Moinsen Patrick, zu deinem großen Jubiläum sende ich dir 3 Gs aus dem südlichen Niedersachsen, nämlich meine Grüße, meine Gratulation und meine Glückwünsche zu den 10.000 Abonnenten für deinen YouTube-Kanal Die Zockstube. Und natürlich möchte ich dir auch danken für die Informationen, die du vermittelst und den unheimlichen Mehrwert, den dein YouTube-Kanal für uns alle mitbringt. Mach auf jeden Fall weiter so, bleib gesund und wir sehen uns in der VR. Viele Grüße, Thorsten. Hallo Patrick, herzlichen Glückwunsch zu deinen 10.000 Usern. Wahnsinn, was du in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt hast. In dem Sinne, auf die nächsten 10.000. Glückwunsch, Patrick. Ja, das lasse ich mir natürlich nicht nehmen. Auch ich möchte natürlich dir meine Glückwünsche rüberkommen lassen mit dieser kleinen Videobotschaft. Du hast 10.000 Abonnenten mit der Zockstube erreicht und das in knapp 2 Jahren. Mega Erfolg. Du hast es dir auch wirklich verdient. Also du hast die ganzen Let's Plays auf ein neues Level gehoben. Das muss man einfach so sagen. Du bist immer für deine Zuschauer da. Du hast aktuellen, schnellen Content, wirklich mega, super Tutorials. Du hilfst, wo du kannst. Und nicht nur deinen Zuschauern, auch den anderen YouTubern, mich eingeschlossen. Auch dafür möchte ich mich natürlich bedanken. Du hast immer ein offenes Ohr für jeden, für die Gamer, für die Creator. Und jetzt wirst du belohnt mit 10.000 Abonnenten. Diese Däumchen sind alle für dich. Mach bitte weiter so, bleib wie du bist. Und ich wünsche dir natürlich jetzt die nächsten 10.000. Und dann sehen wir uns mit einer neuen Videobotschaft natürlich bei 20.000 wieder. Also ich drücke dir alle Daumen, die ich habe, dass es so weitergeht für dich. Und ja, alles Gute für die Zukunft. So, hallo lieber Patrick, da bin ich mal wieder. Ich wünsche dir erstmal auf diesem Weg alles Gute zu deinen 10.000 Abonnenten. Und ja, ohne dich wird es heute Pat die Stubenquest nicht geben. Ja, hallo, da bin ich. Na, was sagst du dazu, Pat? Findest du es gut, dass der Patrick schon 10.000 Abonnenten hat? Ja, ist klasse. Nein, Spaß beiseite. Ich hoffe, du machst so weiter wie bisher. Und wir sehen uns. Ach egal, ciao. Oh, verkehrt. Moin Patrick, it's me. Ogni, alles Gute zu dem 2-jährigen Geburtstag deines Kanals und natürlich zu den 10.000 Abonnenten, die du dir mehr als verdient hast. Machen wir uns nichts vor, aber für heute Abend freue ich mich jetzt erstmal auf diese Show, dein neues Studio und zu gucken, was in Zukunft die Quest sonst noch so mit sich bringt. Ansonsten lass dich schön feiern hier im Discord. Ich denke, da sitze ich auch gerade schon mit einem kühlen Getränk und so, ja. Mach einfach weiter so, bleib wie du bist, das passt alles und in diesem Sinne, ich bin raus, liebe Grüße, A7. Vielen Dank für eure Videobotschaften, ich habe mich riesig gefreut, die weiteren Videobotschaften kommen später in dieser Premiere. Bevor ich jetzt gleich mit der Studiotour und mit dem neuen Studio starte, möchte ich gerne noch so ein paar allgemeine Sachen loswerden. Mit der Zockstube bin ich im Jahr 2019 gestartet, am 11.05. Das ist jetzt ein bisschen mehr als 2 Jahre her, also so ungefähr 2 Jahre mache ich das jetzt. Und damals, da haben wir auch häufig jetzt in den letzten Wochen auf Discord drüber gesprochen, habe ich mich gar nicht so richtig festgelegt. Was ist denn jetzt die Zockstube? Was soll denn jetzt die Zockstube sein? Ich habe am Anfang die Zockstube als, ja, wie soll ich sagen, als allgemeinen Technik-Channel gedacht. Hier möchte ich gerne verschiedene Konsolen, verschiedene technische Gadgets, die mir gefallen, mit euch gemeinsam anschauen, also vom Unboxing hin zur Software, die wir uns angucken. Ja, wie ihr wisst, ist es ein bisschen anders gekommen, aber damals habe ich auch zwischen dem Namen, also zwischen 2 Namen für den YouTube-Channel hin und her gedacht. Das war nämlich einmal die Oculus Quest Stube und
die Zockstube. Und ich habe mich am Ende für die Zockstube entschieden, weil ich gesagt habe, hier soll es ja nicht nur um die Oculus Quest gehen. Ist tatsächlich so passiert. So ist es dann gekommen. Jetzt sind wir hier in der Zockstube und irgendwie hat sich für mich da so eine Normalität drum gebildet. Das Ding heißt jetzt so und irgendwie hat sich dann auch über die Zeit herauskristallisiert, dass es hier um nichts anderes mehr gehen wird als um die Virtual Reality und momentan speziell die Oculus Quest 2. Wir alle wissen natürlich nicht, wie es mit der Oculus Quest in Zukunft weitergeht. Im Moment sieht es ja ganz gut aus. Facebook pusht da ordentlich rein und die Oculus Quest 3 oder die Oculus Quest 2 Pro sind ja wohl schon in der Entwicklung und sollen dann im Jahr 2022 voraussichtlich kommen. Das heißt, wir haben ja noch ein bisschen, was an Themen. Und ja, da freue ich mich halt unheimlich drauf. Damals habe ich die Zockstube gegründet, weil, ja, wie soll ich das sagen? Ich komme aus dem Bereich des Podcasts, viele von euch wissen das. Ich bin unter anderem Mitglied des deutschen Rick and Morty Podcasts, hatte auch noch zwei andere Podcasts und auch vorher hatte ich einen YouTube-Channel, was mich dann dazu gebracht hat, zusätzlich noch damals die Zockstube zu machen, war, dass wir in dem Podcast mit vielen Leuten waren. Das heißt, alles, was man irgendwie machen wollte, musste man abstimmen, musste man mit den Leuten bequatschen und dann waren dann, kommen natürlich, wo mehrere Leute sind, sind unterschiedliche Meinungen und dann, ja, hatte ich so das Bedürfnis, einfach mal so zu machen, wie ich Lust hatte. Und deswegen ist die Zockstube überhaupt zustande gekommen. Damals hatte ich die Erwartung, ich probiere das jetzt 2-3 Monate aus und ja, dann hat man da vielleicht 20, 30 Abonnenten und dann, ja, stellt man vielleicht fest, das Ganze macht einem Spaß, aber man hört dann trotzdem auf, weil es aus der damaligen Sicht wirklich eine erhebliche Mehrbelastung war, neben 3 Podcasts, einem vorigen YouTube-Channel noch einen YouTube-Channel zu betreiben. Das war eigentlich so mein Gedanke. Ich wollte diesen Versuchsballon aber starten und ja, es sah dann nach 2-3 Monaten anders aus. Ich hatte dann nämlich nicht 20 Abonnenten, sondern irgendwie schon 200 Abonnenten, was ich verdammt viel fand. Und da war mir dann klar, das Ganze hat mir Spaß gemacht, es sind Leute daran interessiert. Ich möchte das weitermachen. Das war im Prinzip der Moment, wo ich gesagt habe, so, ich mache das jetzt erstmal noch ein paar Monate weiter. Und eins möchte ich an der Stelle auch noch klarstellen, auch wenn das in der Vergangenheit von der ein oder anderen Person mal falsch verstanden wurde. Ich habe die Zockstube nicht gegründet, um irgendjemandem Konkurrenz zu machen. Ich habe die Zockstube einfach nur gegründet, weil ich Spaß daran hatte, mich jetzt mit der Virtual Reality zu beschäftigen. Und mit der Zockstube verfolge ich auch nicht das Ziel, Geld zu verdienen. Ich stecke bis heute noch Unmengen an Geld in die Zockstube, die ich wahrscheinlich nie wiedersehen werde. Und das ist okay, weil das macht man für ein Hobby, was einem Spaß macht. Das macht man bei einem Fußballverein, das macht man, wenn man ins Kino geht. Das macht man bei sämtlichen Hobbys. Das ist völlig normal. Und ich bin halt unheimlich dankbar, dass manche dabei sind von euch, die gerne so ein bisschen die Kosten senken. Aber natürlich ist es für mich auch in Ordnung, dann für mein Hobby noch ein bisschen was zu bezahlen. Aber ohne Hauptberuf geht das halt nicht. Nur was mir wichtig ist, die Absicht, Geld mit dem YouTube-Channel zu verdienen. Selbst nach 2 Jahren und ich sag mal so ein Blitzstart nach den 2 Jahren direkt 10.000 Abos zu haben, ist das einfach in weiter Ferne und absolut unrealistisch. Ich habe mit der Zockstube nie ein wirkliches Erfolgsziel verfolgt. Ich habe mir, als ich die Zockstube gestartet habe, nie gesagt, so, ich möchte jetzt 500 Abos, ich möchte 1.000 Abos oder 5.000 Abos erreichen. Auch jetzt die 10.000 Abos sind natürlich super klasse und ich freue mich, dass ich die erreicht habe, sonst würde ich auch heute nicht so ein Video extra dafür machen. Aber es war nicht mein Ziel. Ja, und genauso habe ich auch für die Zukunft keine Ziele. Ja, was ich mir für die Zukunft wünsche, ist, lasst uns weiter Spaß in der Virtual Reality haben. Lasst uns weiter so eine tolle und wachsende Community bleiben. Und vor allem, lasst uns gegenseitig unterstützen. Gerade in so einer kleinen Community müssen wir zusammenhalten und die VR raus in die Welt bringen. Dass wir vielen, vielen Leuten zeigen, wie toll die Oculus Quest ist, was die Virtual Reality kann. Und ich glaube, dann haben wir wirklich, wirklich tolle Jahre vor uns. So, jetzt aber genug mit dem Gesabbel. Kommen wir jetzt mal so ein bisschen zu den Sachen, wo Substanz dran ist. Ihr habt euch eine Roomtour durch die Zockstube gewünscht und eine Rückschau auf 2 Jahre Zockstube. Zusätzlich möchte ich euch das neue Studio der Zockstube zeigen. Und damit das jetzt nicht ausufert, habe ich euch das alles in einem kleinen Clip zusammengeschnitten. Ich wünsche euch viel Spaß und bin gespannt, wie euch das Studio gefällt. Don't know when, don't know why, only look straight to the sky. Just the changing of the tides,
simplify, simplify. I was born on the 4th of July, grew some wings and I learned to fly. I got a red face that I can't deny. I said simplify, simplify. Now I see things in a different light. I got a civil war that I can't deny. Wind on my back just like a light. I said simplify, simplify. Don't know when, don't know why. Only look straight to the sky. Just the changing of the tides. Simplify, simplify. Don't know when, don't know why. Only look straight to the sky. Just the changing of the tides. Simplify, simplify. Mama keeps saying it'll be okay. She gon' eat, sleep, and breathe fine anyway. Got a man in the country, got a place to stay. Said simplify, simplify. Das ist die Zockstube und vor allem mein neuer Studiobereich. Ich bin sehr gespannt, wie euch das neue Studio gefällt. Ihr könnt es mir ja gerne in die Kommentare, in den Chat schreiben oder mir gleich auch einfach auf Discord sagen. Da bin ich sehr gespannt auf eure Rückmeldung und wie ihr das Ganze seht. Jetzt kommen wir zum nächsten Teil des Videos. Anlässlich des zweijährigen Geburtstags der Zockstube habe ich euch gefragt... So, und jetzt komme ich zum nächsten Teil dieses Videos. Anlässlich des zweijährigen Geburtstags der Zockstube habe ich euch die Möglichkeit gegeben, mir übers Community-Tab alle möglichen Fragen zu stellen, die ihr gerne beantwortet haben wollt. Das konnte sowohl zur Zockstube als auch zu mir selbst oder auch zu Oculus Quest sein. Und ich muss sagen, es war wirklich der Wahnsinn, wie viele Fragen reingekommen sind. Ich bin absolut überwältigt. Es waren so viele Fragen, dass ich die heute alle gar nicht beantworten kann. Ich habe eine Auswahl an Fragen für heute mal zusammengestellt, die ich jetzt gleich beantworten möchte. Wie ich aber schon vorher gesagt habe, ich werde künftig auch weitere Q&A-Videos machen, wo ich auf jeden Fall alle eingegangenen Fragen beantworten werde. Jetzt möchte ich aber mal starten mit den Fragen, die ihr mir gestellt habt. Der Lolli-Typ 956 fragt, sind die Oculus Quest 2 und 1 die einzigen Brillen, die du hast? Ja.
Wann hast du mit VR angefangen? Fragt der Wichtel. Das erste Mal, dass ich VR gespielt habe, war irgendwie 3-4 Monate, bevor ich überhaupt mit der Zockstube gestartet bin. Da waren wir Anfang 2019 im Holo-Café in Düsseldorf und da habe ich mit einem Kollegen, mit dem ich damals einen Podcast gemacht habe, Escape the Lost Pyramid von Ubisoft gespielt. Guck mir mal auf den Arsch, ja? Ist der Arsch in Ordnung von meinem Avatar? Ja, du hast echt einen super Arsch, muss ich echt sagen. Ja. Der ist wesentlich geschrumpft. Ah, guck mal da oben. Ey, Jörg, guck mal links. Guck mal links. Da oben. Wo? Da ist so ein Spiegelding. Guck mal, das hat doch irgendwas mit der Lösung zu tun. Wir müssen die so drehen, dass das alles irgendwie wahrscheinlich gespiegelt wird. Und das war so meine erste Erfahrung. Das war damals eine HTC. Ich fand es sehr beeindruckend. War echt cool. Also Anfang 2019, im März danach. Ich merke gerade, ich kann mich da ziemlich genau erinnern. Im März danach hatte ich einen anderen Podcast-Kumpel zu mir eingeladen, wo wir hier oben auch auf dem Dachboden ein bisschen was zusammen getrunken haben. Und der hatte seine PlayStation VR mitgebracht. Und der hatte mir dann so ein Game gezeigt, hatte ich dann die PSVR auf, wo ich in einem Haikäfig runtergelassen wurde und der Hai mich von allen Seiten angegriffen hat. Also wahrscheinlich kennt ihr den Namen, ich komme jetzt nicht drauf. Es war damals auch wirklich, wirklich geil, muss ich sagen. Und dann waren noch andere Kollegen da und wir haben Beat Saber gespielt, beziehungsweise die haben Beat Saber gespielt. Als ich dann dran war mit Beat Saber, hat es keine 20 Sekunden gedauert, da habe ich aufs Kabel getreten und ich habe das Kabel rausgezogen. Der Kollege hat es nicht mehr repariert bekommen. Irgendwas ist passiert. So, irgendwas jetzt passiert. Geht's weiter. Nein! Wir sind weiter! Oh. Dass du einmal auf weiter drücken musst. Ich sehe gar nichts mehr. Achso, warte. Verbinde das Headset mit der Prozessoreinheit. Oh Mann, oh, ich hab Mist gebaut. Nee. Ich bin aufs Kabel getreten. Hast du aus dem Kabel? Ich habe es kaputt gemacht. Zu dem Zeitpunkt war klar, ich brauche ein Headset ohne Kabel. Ja, und dann bin ich im Mai schon gestartet mit der Zockstube. Und tatsächlich ist die Zockstube gestartet 10 Tage, bevor die erste Oculus Quest rauskam. Das heißt, ich hatte die Oculus Quest noch nicht einmal auf. Ich wusste nicht, welche Möglichkeiten da bestehen. Aber Hauptsache einen YouTube-Channel gemacht. Und am Anfang hatte ich tatsächlich sehr mit Motion Sickness zu kämpfen gehabt. Ich bin froh, dass sich das dann erledigt hat. Das wäre jetzt die Katastrophe gewesen, wenn ich da mit Motion Sickness nicht zurechtgekommen wäre. Was glotzt du, fragt. Wie groß bist du? Wie alt bist du? Wie groß bin ich? 1,83. Wie alt bin ich? 33 Jahre. Wolltest du schon immer YouTuber werden? Fragt Mr. White Ice HD. Nee, wollte ich nicht. Es war eher so ein Experiment, was aus meiner Sicht besser gelaufen ist, als ich dachte. Und ich finde es auch, wenn ich so die Frage lese, wolltest du schon immer ein YouTuber werden? Ich finde es immer noch, ja, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass mir jemand sagt, du bist YouTuber. Aber ich vermute, das ist jetzt wohl so. Bin jetzt YouTuber. Der Piedone fragt, mit welcher Hardware bist du als Kind aufgewachsen? Generation C64? Nee, Geburtsdatum habe ich gerade nicht gesagt, mein Alter, 33 Jahre, Geburtsjahr ist 1987. Da war nicht so mit C64. Ich bin eher so die Generation Super Nintendo. Als Jahrgang 87 habe ich so mit Zocken irgendwie so in Mitte der 90er angefangen. Und da war eben der Super Nintendo noch am Start. Und welche Konsole ich total gefeiert habe damals, war eben der N64. Lama Chris Koch fragt, was ist dein Ziel auf YouTube? 100.000 oder 1 Million Abos? Habe ich ja gerade schon was zu gesagt, ne? Weder noch. Natürlich wären das geile Abozahlen und natürlich hätte ich gerne 100.000 oder 1 Million Abos irgendwann, ja. Will ich nicht sagen, aber seien wir doch mal ehrlich, realistisch ist davon doch gar nichts. Also die 10.000 Abos, denke ich mal, das war jetzt so eine Schallmauer, die man mit Virtual Reality durchbrechen kann. Ich glaube nicht, dass die 100.000 irgendwie in Frage kommen. Ne? Lasst uns gemeinsam eine schöne Zeit haben, genießen, was da kommt, zusammen Virtual Reality zocken und ich glaube, das ist das Ziel, was ich habe. Dann fragt der Thomas C137,
Könntest du dir vorstellen, nach der doofen Pandemie so etwas wie ein Community-Treffen zu veranstalten? Und ja klar, die ersten Planungen sind tatsächlich schon am Laufen, dass wir ein Treffen mit der Virtual Reality Community machen. Wir stellen uns da so einen schönen Abend irgendwo in Deutschland vor, lecker was essen, was trinken, mit Übernachtung irgendwo, weil wenn wir aus Deutschland irgendwo an einen Ort kommen, dann muss man ja irgendwo auch pennen und ja, wenn die Planungen weiter sind, wie gesagt, wir haben uns jetzt mit so ein paar Virtual Reality YouTuber mal lose darüber unterhalten und ich denke, da ist auch ein großes Interesse, das zu machen. Und wenn wir mit der Planung weiter sind, dann werden wir natürlich auf unseren Channels das auch irgendwo breit treten. Wir sind uns aber ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, wie groß überhaupt das Interesse an so einer Veranstaltung ist. Also deswegen, wenn ihr euch dafür interessiert, auch mal an so einem Treffen teilzunehmen, also dass wir irgendwo in Deutschland sagen, so, wir treffen uns jetzt mit der Community, dann schreibt das doch mal in den Chat oder in die Kommentare. Also die Rückmeldung, die wäre für uns dann wirklich schon wichtig. Nicht, dass wir uns da jetzt, dass wir eine Veranstaltung planen, die am Ende überhaupt gar keiner haben möchte. Celine SM schreibt, wie bist du auf den Namen Zockerstube gekommen? Ja, gar nicht. Ja, aber das ist ein Fehler, der häufiger vorkommt. Die Zockerstube. Ich muss aber ehrlich sagen, wann und wie mir der Name Zockstube eingefallen ist, ich weiß es nicht mehr. Ich kann es euch nicht sagen. Dann fragt der Patrick Thiele, wie vereinbarst du Hobby, Job und Familie? Darauf habe ich keine Antwort. Das ist bei mir allgemein regelmäßig so, dass ich abends anfange, erst die Videos aufzunehmen, zu schneiden. Das geht dann meist bis 23, 24 Uhr. Dann rendern die, danach werden die noch hochgeladen und dann, ihr kennt das, habt ihr die nächsten Morgen ab 7 Uhr. Also das ist, das Vorgehen wie immer. Und ganz einfach ist es nicht, aber es ist Besserung in Sicht. Dann fragt der Jürgen Gnörig, hast du schon direkten Kontakt zu Facebook Oculus durch deinen Kanal? Und wie stehen diese, falls Kontakte vorhanden, zu deinem Content? Erfährst du da Unterstützung? Ja, eine wichtige Frage, die ich auch wirklich häufiger bekomme. Und nein, Oculus kennt mich nicht und nein, Oculus unterstützt mich nicht. Und ja, das waren eure Fragen und wenn ihr weitere Fragen habt, dann schreibt mir das natürlich hier auch gerne in die Kommentare oder ihr könnt mir auch gerne per Discord schreiben oder mal im Community-Tab, also den Weg, den ihr findet, um mir Fragen zu stellen, könnt ihr gerne nutzen und dann kann ich das gerne in eins der künftigen Q&A-Videos einbauen. So, und dann kommen wir jetzt zum nächsten Teil eurer grandiosen Videobotschaften. Ich freue mich drauf und wünsche euch dabei viel Spaß. Was soll ich tun? Wir beide kennen uns schon so viele Jahre, aber heute kommst du zum ersten Mal zu mir und bittest um Rat und Hilfe. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann du mich in dein Haus zu einer Tasse Kaffee eingeladen hast. Und dabei bin ich Abonnent von deinem YouTube-Kanal. Aber lass uns ganz offen sein. Du hast nie Wert gelegt auf meine Likes und hast dich gefürchtet, in meiner Schuld zu stehen. Ja, ich weiß, für dich war YouTube das Paradies. Deine Abos laufen gut, die Community ist da, um dich zu unterstützen. Wozu einen Freund wie mich? Aber jetzt kommst du und sagst, Don Zitrone, verschaffe mir einen Beitrag für mein 10.000 Abo-Video. Aber du zeigst keinen Respekt, bietest nicht etwa Oculus Keys. Du sagst nicht mal Pate zu mir. Nein, stattdessen kommst du am Release-Tag des neuen Quest-Updates in mein Haus und bittest mich, ein Video für dich zu machen, ohne Geld. Buonasera, buonasera, was habe ich dir denn nur getan, dass du mich so respektlos behandelst? Wärst du mit neuen Abonnenten zu mir gekommen, dann würde der Abschaum von Trollen, die deinen Kanal versuchen zu ruinieren, noch am selben Tag dafür leiden. Und mein Beitrag wäre deiner. Gut, du bekommst deinen Beitrag. Patrizio, die VR-Familie ist stolz auf dich. Du hast viele gute Dinge für die Familie getan, gute Videos gemacht. Und aus diesem Grund erheben wir dich in den Kreis der oberen 10.000. Aber irgendwann, möglicherweise auch nie, werde ich dich bitten,
mir eine kleine Gefälligkeit zu erweisen. Aber solange soll dieser Beitrag mein Geschenk an dich sein, zu deinen 10.000 Abonnenten. Prego. Hallo Patrick und hallo werte Gemeinde. 10.000 Leute ist schon echt geil, ne? 10.000 Abos. Gratulation, in so kurzer Zeit zu den größten VR-YouTubern Deutschlands aufgestiegen. Und das nur mit der Oculus Quest. Geile Scheiße. Ja. Ersten 10.000 sind geknackt. Freuen wir uns auf die nächsten 10.000. Dürfte ja bei dir nicht allzu lange dauern. Wie lange es wohl dauert, bis du die 100.000 knackst? Wir werden sehen. Alles Gute dir. Have a nice game. Bis neulich. Hallo. Herzlichen Glückwunsch zu 10.000 Abonnenten. Danke für deine tollen, zahlreichen Videos und Streams rund um die Quest 2. Bleib wie du bist. Mach weiter so. Hallo Patrick. Gratulieren dir ganz herzlich. Zu 10.000 Abonnenten. Und auf die nächsten 10.000. Ja, Mann. Prost. Prost. Yippie. Prost. Ja? Oder zum Wohl. Oh. Ich über den Kopf kippen. Und du musst die Flasche schütteln. Hallihallo, dem Patrick wünsche ich mal alles, alles Gute für seine 10.000 Abonnenten. Mach einfach weiter so, das passt. Wunderbar. Und mögest du uns lange, lange, lange erhalten werden. Patrick. Ja, hi Patrick. Wir wollen dir auch eine kleine Videobotschaft schicken. Genau, ne? Wir finden deine Videos klasse, dein Kanal ist super und mach weiter so. Hallo Patrick, hallo liebe Zuschauer der Zockstube. Ja, Patrick, anderthalb Jahre ist es ungefähr her, da haben wir beide Rec Room Paintball gezockt und ja, da warst du noch ein relativ kleiner Quest-Kanal, aber in der Zeit bis jetzt bist du echt abgegangen wie eine Rakete, also Wahnsinn, welche Geschwindigkeit du da an den Tag legst und ich muss sagen, vollkommen zu Recht, deine Gameplays, deine Tutorials sind einsame Spitze, du zeigst halt alles zur Quest, was man wissen muss und ja, da kann dir kein anderer Kanal das Wasser reichen, das ist einfach so und du stehst vollkommen zu Recht da oben bei den 10.000 Abonnenten und ja, herzlichen Glückwunsch von mir, auch wenn ich ein bisschen mit einem Auge neidisch auf die 10.000 Abos blicke, desto mehr gönne ich dir das aber vom Herzen, weil du hast es verdient wie kein anderer und ja, mach einfach weiter so und ich gönne dir auch die nächsten 100.000 Abos noch, also lass uns einfach gemeinsam VR groß machen und dann haben wir alle was davon. Feier schön, Patrick, und bis dann. Ciao. Verehrte Gemeinde der Zockstube, ich habe mich heute hier versammelt, um dir, lieber Paco, zum zweijährigen Kanalgeburtstag und unglaublichen 10.000 Abonnenten zu gratulieren. Bitte bleib so wie du bist und uns allen hoffentlich noch lange erhalten. Das war's aber auch schon wieder von mir. Die nächste Videobotschaft gibt es dann in einem halben Jahr, wenn du dann die 100.000er-Marke geknackt hast. Mein Name ist Thomas und so zerbröselt der Keks nun mal. Hallo Leute, beziehungsweise Patrick von der Zockstube. Ich wollte dir herzlich gratulieren zu den 10.000 Abonnenten. Ich hoffe auch, dass die Community weiterhin so wächst und immer noch so stabil bleibt, weil du hast einfach super Leute in deiner Community und damit. Dafür möchte ich mich auch bedanken, dass ihr Patrick so unterstützt. Und hab noch einen schönen Tag und dir auch, Patrick. Und ciao, ciao. Oh, wir sind schon live. Ich hoffe, man kann mich hören und man kann mich verstehen. Hier aus dem größten Veranstaltungszentrum in Österreich, bei der wahrscheinlich größten VR-Community-Party, die Österreich je gesehen hat. Und wir haben uns alle hier heute versammelt, um dich zu feiern, lieber Patrick, und natürlich den 10.000. Abonnenten der Zockstube. Wir wünschen dir alles, alles Gute. Mach möglichst viele Videos noch und viele Livestreams. Und ich schmeiß mich jetzt wieder zurück ins Partygetummel. Trink noch ein paar Bierchen auf dich.
und schicke schöne Grüße aus Österreich und damit zurück nach Oberhausen. Da geht die Hand hoch und spreizt die Finger zum vulkanischen Gruß und beglückwünscht den Patrick zu 10.000 Abonnenten bei der Zockstube via geilster Scheiß. Ich weiß noch genau, wie ich damals den guten Patrick gefunden habe, wollte mich noch ein bisschen mehr hypen lassen auf die Quest 1 S's. Konsumerfreundliche VR-Headset, was autark funktioniert, super geil. Und jetzt die Quest 2 schon draußen. Und ja, richtig schön, das alles wachsen zu sehen. Mit dem Patrick gemeinsam, den ich auch hier und da mal noch ein bisschen genauer kennenlernen durfte. Super geiler Typ. Beste Glückwünsche gehen raus, Patrick. Wir hören uns. Hau rein. Bis dann. Ciao. Lieber Patrick, happy birthday to you. Alles Liebe zu deinem zweijährigen Kanalgeburtstag, zur Feier des Tages. Endlich, mein Freund, es war soweit. Ich habe mir die Beine rasiert. Extra nur für dich. Ja, und ich habe es festgehalten. Auf Video. Als Beweis. Man kann es sehen. Ja, mach alles kaputt! Du musst alles kaputt machen, um die Trophäe zu kriegen. Ja, alles. Ich wünsche dir natürlich und deinem Kanal, dass er weiterhin so gut läuft, dass du noch ganz, 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 ganz viele Abonnenten bekommst und richtig viele Likes und ganz viele tolle Kommentare und dass dir die Welt Fragen stellt. Ja, und bitte spiele weiter alle Spiele der Welt und wir gucken alle zu und freuen uns. Also weiterhin bitte bleib mit Spaß dabei und ich freue mich schon auf deine nächsten Videos. Tschüss. Ja, Leute, vielen, vielen Dank für eure tollen Videobotschaften. Ich war total von den Socken, was für tolle Sachen ihr vorbereitet habt und wie viele Videobotschaften angekommen sind. Vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt möchte ich als nächstes zum letzten Einspieler der heutigen Premiere des 10.000 Abo-Videos kommen. Und das machen wir ganz in der Questshow-Manier. Ich möchte euch als letztes nochmal die Outtakes aus 2 Jahren Zockstube vorstellen. Da habe ich einen kleinen Zusammenschnitt vorbereitet, bei dem ich euch jetzt viel Spaß wünsche. Wie hat es mal jemand unter mein Video geschrieben? Absoluter Kernschrott und schlecht angepasst, scheiß Grafik. Ich würde sagen, wir genießen jetzt mal einfach diesen herrlichen Moment. Was denn? Oh. Nee, das ist auch Uranus. 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 Der Kamera, wie wir es jetzt gerade gemacht haben, unterwegs geschossen. Haben da aufhängen haben oder einrahmen. Schauen wir uns und noch mal warum labert die Tante denn die ganze Zeit? Öffne es mit der markierten Taste. Und das wirkte schon immer völlig überdimensioniert für nur einen Schauplatz. Auch für halt doch mal die Fresse! Boah, ist das geil. Das ist meine Armee, Junge! Aber wir können ihn jetzt befehlen, wo die hinschießen, da wo wir mit dem Lichtschwert drauf zeigen. Komm her, whoop am Gangnam Style. Oh.
Ihr sollt nicht zu nahe kommen. Das ist wie bei Pulp Fiction. Alter, das ist voll der Disco-Shooter hier. Ich weiß nicht, gibt's das Genre schon? Der hat eine Schussweste angehabt. Eine Schissweste. Hallo Deutschland, danke, dass du mich in dieser Show hast. Er hat mit einer deutschen Einleitung angefangen. Wie geil ist das denn? Und wir haben jetzt die Wahl zwischen weiter und weiter. Weiter. Denn ja, weiter. Also ihr könnt auch schrubben. Wie geil ist das denn? Habt ihr euch das nicht schon immer gewünscht? Schrubbi, Schrubbi. Mache Putzi, Putzi, ist nichts mehr schmutzi. Da hinten auch noch Dreck am Boden. Also normalerweise würde ich sagen, das Beste an dem Spiel ist, dass es kostenlos ist. Aber das ist es nicht. Es kostet 14,99 Euro. Was ist das für ein Stein? Wie ist die Altersfreigabe für dieses Spiel? Und jetzt sollen wir mit diesem Stein interagieren, oder was? Das mache ich nicht. Nein. Da war wieder so ein Vieh. Da müssen wir da auch noch tief reingucken, oder? Oh. Da. Wow. Hier hinten. Wow. Nein! The Germans will be there any second. Ach, Leute! Habt ihr... Ach, Leute! Ich hab mich mit meinem eigenen Maschinengewehr abgeballert. Sieht man nicht, dass das ein Apfel ist? Boah. Hier, nimm. Warum kann ich dich denn da nicht reintun? Was ist das für eine Scheiß... Drecks... Mann, ich hab 10 Euro dafür bezahlt, ey. Can't afford. Also hier ist es wie so ein Laden, wo wir was kaufen können. Ist jetzt umsonst? Ja, jetzt ist umsonst. Und wenn ihr nächstes Mal im Laden seid, Kinder, dann wisst ihr jetzt, wie das geht. Onkel Patrick hat geregelt. Nein, ich will weg! Nein, nicht schon wieder! Nein! Aber mit dem Teil komme ich hier nicht so gut klar, ehrlich gesagt. Ich will lieber wieder meine Keule haben. Ich bin im Keulen viel besser als im Schwing. Was habe ich denn jetzt gesagt? Der muss dahin und der muss dahin. Was soll das sein? Was ist das? Pommes? Ich finde so ein Hindernisparcours gar nicht schlecht. Oh. Was hätten wir rausgefunden? Wie der Himmel bei Jupiter Grad. So sieht der Himmel in Jupiter Grad aus. Now ride to the next corner along the road to see how it feels. Then stop again. So, wir fahren ganz schnell. Komm. Ja! Okay, mal wieder ernst hier. Windel ist übrigens an. Ich weiß, die Fragen kommen immer wieder in den Kommentaren. Bei so einem Spiel grundsätzlich Windeln tragen. Pants. Oh! Bei DM hinten in den Regalen gibt's. Nein, das ist schon heftig. Nein, ich bin rückwärts an das Teil gelaufen. Guck mal, wie wenig Energie der noch hatte. Bin ich ein Blödmann? Mann! Down! 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 Right! Right! Left! Right! Ah, ne. Two! Was ist das für eine Scheiße? Okay, bin wieder da. Schieße die Pistole ab. Ha 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 ha!
Scheiße. Und jetzt sind wir beide außen. Okay, Erfolg freigeschaltet. Das heißt, Ende ist, wenn man... Was habe ich... Ich wurde von einem dümmlichen Gegner besiegt. Okay, also wir haben jetzt die Aufgabe, ihren Mann zu killen. Ah, okay, hier. B ist drücken. Oh nein! Nein! Nein, Entschuldigung! Nein, warte! Ich will deinen Mann töten! Warte auf mich! Ich bin kein böser Mensch! Ich töte deinen Mann! Das könnte jetzt auch falsch rüberkommen. Damit es Doppelstubenarrest gibt, malen wir noch eine Rakete hier drauf. Mit Raketenantrieb. Ihr kennt das schon. Oh. Das ist eine Rakete. Ach komm, jetzt können wir hier Granaten sammeln. Oh, ich hatte schon den Pin. Schon den Pin gezogen und dann in die Jacke gesteckt. Auf Wiedersehen. Es ist auf jeden Fall eine Zusammenstellung mit allen Sachen, die ich in der letzten Zeit bei den Oculus Quest YouTubern bemerkenswert. Die Oculus Quest ist nicht hier. Kennt ihr nicht diesen Moment in der Disco, wo ihr so tanzt und auf einmal bildet sich eine Menschentraube um euch rum? Genau. Ich auch nicht. Nur die Brust. Und vielleicht ein bisschen Bauch, aber nicht da. Kann man da auch? Das gefällt dir, ne? Das gefällt dir, ja. Blöd, Mann. Wo sind die denn? Ey, die usseln aber auch so komisch um einen rum immer, ne? Da weißt du gar nicht so richtig. Boah, der andere, der ist ja voyeuristisch unterwegs. Der beobachtet das alles aus dem Hintergrund, wie sein Freund hier abgeschlachtet wird. Was bist du eigentlich für ein Perverser, ey? Geh den anderen Bescheid sagen, was hier passiert ist. Und schrei mich nicht so an. Kann ich gar nicht drauf. Ich esse deine Beine und deinen Arsch. Und das waren die Outtakes aus 2 Jahren Zockstube. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Und eine Sache steht jetzt noch auf der Agenda, nämlich die Auslosung der 64 GB Variante der Oculus Quest 2. Bevor wir das aber machen, möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass jetzt gleich auf Discord eine kleine Aftershow-Party stattfindet. Da könnt ihr gerne teilnehmen. Den Link zum Discord blende ich jetzt nochmal ein und den findet ihr auch in der Videobeschreibung. Kommt da einfach in den Voice-Chat Stubengesabbel und wir machen uns gleich einen schönen Abend. Ihr könnt die Community kennenlernen, ihr könnt mich kennenlernen und wir können einfach ein bisschen miteinander quatschen. So, und jetzt zur Auslosung. Die Auslosung mache ich wie immer mit dem Comment-Picker. Und der Comment-Picker sucht einen zufälligen Kommentar bei dem Video, wo ihr am Gewinnspiel teilnehmen konntet, raus. Und ja, den werfe ich jetzt mal an. Der Autor des gezogenen Kommentars wird die Oculus Quest 2 gewinnen und das ist... Der Super Dexter Murphy, herzlichen Glückwunsch, du hast eine Oculus Quest 2 gewonnen. Schreib mich doch einfach mal auf Discord an oder komm am besten jetzt gleich in den Voice Chat und ich erkläre dir alles, was du machen musst, damit du dann auch bald deine Oculus Quest 2 in den Händen hältst. An alle anderen nicht den Kopf hängen lassen. Auch in Zukunft werde ich versuchen, soweit es mir möglich ist, Keys für aktuelle Games zu verlosen, damit ihr die Möglichkeit mal habt, da kostenlos reinzuschauen. Und da drücke ich euch die Daumen, dass es dann bei einem der kommenden Gewinnspiele für euch klappt. Abschließend möchte ich euch noch einmal danken. Danke für die tolle Unterstützung. Danke für eure Abos, für eure Weiterempfehlungen, für eure Reviews, für eure Kommentare. Das ist wirklich extrem wichtig. Und ohne euch wäre die Zockstube jetzt nicht hier, wo sie ist, nämlich bei 10.000 Abos. Das ist keine Leistung von mir oder von der Zockstube, sondern das ist eine Community-Leistung. Das haben wir zusammen geschafft. Und dafür möchte ich euch ganz, ganz herzlich danken. Und wenn ich mich gerade auch so ein bisschen schwer getan habe, ein Ziel für die Zukunft zu finden, was die Zockstube angeht, dann glaube ich doch, dass da eine Sache ist, die wir gemeinsam verfolgen sollten. Und das ist das Ziel, gemeinsam die Virtual Reality zu verbreiten. Die Technologie, die ist so der Wahnsinn. Viele Leute halten das immer noch für in weiter Ferne, kennen sich nicht aus, kennen nicht die Oculus Quest, wissen nicht, wie die aktuellen technischen Möglichkeiten sind. Diesen Leuten müssen wir in Zukunft die Virtual Reality zeigen, um die Community, um das Interesse zu vergrößern und die Virtual Reality an die Leute zu bringen. Das Ziel müssen wir gemeinsam verfolgen. Ich werde meinen Teil natürlich mit der Zockstube weiterhin dazu beitragen und würde mich auch freuen, wenn ihr eure Oculus Quest einfach mal Bekannten zeigt und Leuten, die Möglichkeit gibt, diese Technologie mal am eigenen Leibe zu erfahren, weil das in der Regel die beste Medizin ist, um Leute davon zu begeistern.
Ja, und abschließend möchte ich euch noch um was bitten. Bleibt so, wie ihr seid. Lasst uns weiterhin an einem Strang ziehen. Und schaut vor allem mal bei den ganzen anderen tollen Virtual Reality Channels vorbei, die ihr hier in der Videobeschreibung findet. Das ist ja nicht nur die Zockstube, sondern es gibt zig tolle deutsche Virtual Reality YouTuber, die ihr allesamt in der Videobeschreibung findet, die ich euch wärmstens ans Herz legen kann. Da würde ich mich auch freuen, wenn ihr da einfach mal vorbeischaut, da auch mal ein Abo dalasst. Da gibt's auch richtig, richtig, richtig guten Content. Ja, und das war's jetzt mit meinem 10.000 Abo Video. Wir treffen uns jetzt gleich im Discord, im Voice Chat. Vorher gehe ich jetzt aber nochmal aufs Klo, hol mir was Kühles zu trinken und dann bin ich jetzt gleich bei euch im Voice-Chat. Leute, bleibt gesund, vielen Dank, dass ihr dabei seid und dass ihr die Zockstube so toll unterstützt habt. Macht's gut und bis zum nächsten Video der Zockstube. Ciao, Leute!
Patrizio. Ich weiß, als ich vorhin sagte, dass wir noch eine kleine Gefälligkeit miteinander aufnahmen, hättest du nicht gedacht, dass ich so schnell komme und diese einfordern werde. Aber so ist es nun einmal. Das Leben ist kein Ponyhof. Es ist so, wir haben demnächst einen Termin miteinander. Wir werden uns treffen, wir werden essen gehen, wir werden etwas trinken gehen und vielleicht hat der Abend noch andere Überraschungen für uns offen und es könnte teuer werden. Und du weißt, die Geschäfte laufen nicht so gut und man muss die Geschäftsbereiche ständig erweitern, man muss am Ball bleiben. Wie du weißt, mit Drogen möchte ich nichts zu tun haben und darum habe ich mir überlegt, ins Getränkebusiness einzusteigen. Ja. Aber wer will denn schon seine Getränke direkt aus der Flasche trinken? Und da habe ich mir überlegt, dass wir etwas mehr Verbundenheit mit der Familie aufbauen können. Darum habe ich dieses Behältnis hier. Und das ist das neue Geschäftsmodell. Es sieht vor, dass die Leute dieses Behältnis hier bestellen. Und von den Einnahmen könnten wir die Familie unterstützen. Dann kann der Abend auch etwas teurer werden. Leute, bestellt das hier. Das ist gut. Prego.